So, mit Glück haben wir es jetzt. Ja. Dosi, Dönki, wie geht's euch? Ich muss meinen. Ach, ich habe eigentlich nebenher immer Musik laufen, gell? Gehabt bei dem. Das war es, glaube ich, ein bisschen arg still. So. Oh. Ich habe Schmerzen in den Armen. Ich habe Sport gemacht vorher noch. Und das waren einfach 50 Liegestütze am Stück. Bin ein bisschen fertig und mir ist ein bisschen schlecht davon. Ich bin im Endspurt meiner Ausbildung, sonst geht's mir gut. Ach Gott. Du Ärmste, ey. 50, ja, es waren wirklich 50. Erst 10 normale, dann 10 mit den, also 10 auf den Knien, dann wieder 10 normale, dann wieder 10 auf den Knien, dann 5 normale und dann 5 auf den Knien, weil komplett alle 50 normal hätte ich nicht hingekriegt. Du warst heute auch beim Sport. Oh, GZ. Was kannst du alles nicht bewegen? Wie gesagt, bei mir sind es die Arme. Ich hatte auch noch 50 Squats. Also Kniebeugen. Die gingen easy. Und 20 Crunches und 25 Bicycle Crunches. Die waren auch easy. Aber diese Liegestützen, die haben mich fertig gemacht. Jetzt wollte ich gerade noch gucken. Noch kann ich alles bewegen. Frage mich morgen nochmal. Ja, ich werde morgen auch nochmal ein bisschen sterben. Ich habe immerhin damit fast 200 Kalorien verbrannt. Die habe ich heute schon mit Schokolade wieder reingefressen. Käse. Stimmt, wir haben unsere Küche gekriegt beim letzten Mal. Wir konnten ja, genau, kochen. Küchenmesser haben wir schon gekauft, genau. Oh, geil. Wir haben die ganze Woche, deswegen habe ich es heute langsam angelassen. Das ist keine blöde Idee. Ja, ich habe geile Schokolade mit Marzipanfüllung. Menschlein, Gong hat fast alles, was Gong braucht, um Human zu sein, aber Gong fehlen immer noch einige Dinge. Das ist es, was Gong braucht. Kann Human helfen? Schwarze, runde Augenabdeckung, einige Barbarhaare, irgendeine Blume, großes Stoffding, wie es ein großer Bootsmann trägt. Okay, das alles, was Gong braucht. Was? Bin ja im Gym immer eine. Und die haben da so Treppenmaschinen. Och Gott, ja, dieses Treppensteigen-Scheiße, ja, holy shit. Ich würde sterben nach 2 Minuten. Nicht mal 2 Minuten. Ich würde nach 2 Schritten sterben. Ich brauche eine Verkleidung. Okay. Braucht ihr irgendwas? Nee, ne? Die sind gesund und munter. Ich habe in meiner. Ach so. Mein Inventar ist jetzt wieder sonst wo. Ach ja, die muss ich ins Labor bringen und die Truhe müsste ich eigentlich aufmachen. Ja, ich habe keine 5 Minuten geschafft. 4 oder 5 Stockwerke. Die Maschine ist aber auch tödlich. Ich habe heute auf TikTok gesehen, das ist so eine Leitermaschine, wo du einfach so eine Leiter hochkletterst. Haben wir auch gedacht, what the fuck? Nie im Leben würde ich das schaffen. Never ever. Das Problem ist, ich bin wahrscheinlich, also es kommt mir so, ach fuck, ich habe mich schon wieder verlaufen. Es kommt mir so vor, als wäre ich kurz vor meiner Periode. Und immer wenn ich so kurz davor bin, habe ich so wahnsinnigen Heißhunger auf alles. Und ich kann gerade alles essen. Und es macht aktuell den Sport gerade wieder ein bisschen zunichte. Ja, ich habe gestern auch schon Sport gemacht. Vielleicht will ich es jetzt wieder mit zweimal die Woche durchziehen. Schauen wir mal, ob ich es durchhalte. Ich wohne im 4. Stock. Mit Aufzug oder ohne? Wahrscheinlich ohne, ne? Human hier, Human hier. Und Gum Gum Human, komm, komm. Human hat den Brief gelesen, ja? Gut, Riesen brauchen Hilfe. Gong möchte ins Humandorf gehen und mit anderen Humans reden. Warum?
Willst du mit Menschen reden? Weil es lustig aussieht. Gong möchte wissen, wie es ist, Human zu sein. Gong kann ganz einfach ins Dorf gehen, aber wenn Humans Gong nicht sehen können, dann hat das keinen Sinn. Also Gong überlegt sich einen Plan. Indem man sich einfach anzieht und dann schwebt Kleidung durch die Gegend, oder wie? Wenn Gong so auf Grog steht, sind Riesen so groß wie Human. Dann können Gong und Grog ins Humandorf gehen. Gong und Grog werden mit Human reden, mit Human spielen und sein Hurra! Alter. Aber es gibt immer noch ein Problem. Da kommt wahrscheinlich dieses wirre Gerede sowieso von diesen Riesen dazu und dann auch diese schreckliche Übersetzung. Das ist fantastisch. Was ist dieser Aufzug? Ist das, was man sagt, wenn man einen Zug motivieren will? Ja. Ich muss aber sagen, wir haben in der Arbeit auch einen Aufzug, den ich aus richtig dummen Gründen nicht nutze. Weil ich mir, der hat so eine Tür, die du erst aufmachen musst. Dann gehst du in den Aufzug rein, machst die Tür zu und dann drückst du auf dein Knöpfchen und dann geht die Fahrstuhltür zu. Und dann erst kannst du hoch runterfahren, wie du halt fahren möchtest. Und diese Metalltüren, die du da am Anfang hast, die sind so wahnsinnig laut, dass ich mich nicht traue, den Aufzug zu benutzen, weil das so laut ist. Und es können Giants immer noch nicht sehen. Human hilft uns also. Ja, was kann ich denn tun? Einfach, die Riesen brauchen Human, um ein paar Sachen für uns aus dem Humandorf zu besorgen. Wenn Human Gänseblümchen, Augenschutz, Barbarhaare und Humankleidung bekommen kann, kann Gong Gong und Grog wie Human aussehen. Lassen. Gong hat bereits andere Sachen, aber diese Sachen kann Grog nicht bekommen, kann Gong nicht bekommen. Bitte helfen Sie? Bitte helfen Sie mir. Was sind denn Barbarhaare? Ja, gut, gut. Gong und Grog werden auf Humans Hilfe warten. Wir müssen übrigens... Hol die königliche violette Jacke. Hol ihr Gänseblümchen. Ja, genau. Wollt ihr noch mehr von mir? Wir müssen übrigens die Mine noch machen. Beziehungsweise die Mine weitermachen. Habe ich hier irgendwas... Den habe ich schon fertig, ne? Da habe ich... Ja. Ich brauche einen Reis. Einen guten. Kürbis, Orchidee, Herbst, Trompete. War ich schon beim... Ja, ne? Ich habe schon alles geholt, glaube ich. Kann ich den fangen? Nee. Ich war ja, glaube ich, schon beim Laden. Ich bin wach. Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe heute Nacht richtig wenig geschlafen. 5 Stunden oder so. Das ist auch noch schlecht. Ich habe heute 5 Stunden, 6 Minuten und eine Qualität schlecht. Ich habe einen Schlafscore von 37 von 100. Das heißt, ich bin heute richtig fertig. Was auch noch mit dazu kommt, dass ich so einen wahnsinnigen Heißhunger auf alles habe. Das macht es nicht besser. Okay, warte, ich hab doch da... Oh. Ist doch nicht gespendet. Leute, ich hab gerade einfach im... Oh, ich muss doch zum Ding ins Kirchen, wenn ich schon mal gerade da bin. Ich hab gerade einfach so im... Oh, was bist du denn? Ich hab gerade einfach so im Mülleimer was gefunden, was ich noch spenden kann. Jetzt habe ich endlich diesen Satz beendet. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Ein Soldatenkäfer. Ich glaube aber, dass ich den schon gespendet habe. Gehst du bitte rein? Dankeschön. Werkzeug in die Prozesse. Ein Goldohrring. Ich müsste auch zum Labor hoch. Das Labor war... Das ist die Schule. Das ist das Observatorium. Wo ist denn das blöde Labor?
Frage in den Chat, Eiskaffee oder Kakao? Eiskaffee. Was ist denn das Blöde? Hä? War das Labor nicht hier irgendwo? Bin ich jetzt bescheuert? Darf ich... Du bist der Fisch Chips? Villa? Da! Links Labor! Direkt gegenüber, oder? Runter und... Okay. Ich hätte auch Bock auf einen Eiskaffee. Aber gut, ich habe ja auch Bock auf alles, ne? Guten Tag, kann ich hier... Nee. Kann ich denn hier... prüfen? Wo kann ich denn die Sachen aufwerten? Frage. Wahrscheinlich beim Geschäft vorne, ne? Ich mach den selber. Da hätte ich auch Bock drauf. Da, fossile Überreste verarbeiten. Stein, danke. Danke nochmal für den Stein. Wir müssen morgen eh nochmal einkaufen. Vielleicht holen wir dann... Oh, au. Auch Sachen für einen Eiskaffee. Alter. Jetzt können wir zum... Halt mal. Wait a minute. Da war noch was mit Ausrüstung aufwerten. Was brauche ich denn dafür? Batterie, silberner Seetang-Essenz und Schrott. Rezept für Autodünger. Autoseed. Hoppala. Das entwirft der Behälter und andere Saatgut und Dünger ermöglicht. Okay. Oh. So. Museum, genau. Ich würde sagen, morgen gehen wir mal in die Mine. Weil wir haben kein Dynamit und so, ne? Vielleicht sollten wir dann erst Ding ins Kehren. Meine Zutat, gezuckerte Kondensmilch, Kaffeemilch, Eiswürfel. Boah, ich habe doch nie Kondensmilch gegessen. Ich krieg bei 80 erst ein neues Geschenk. Das ist aber fies. Ich finde diese ganzen Korallen, die hier überall sind, voll putzig. Kann ich eigentlich aus dem Müll Schrott machen oder muss ich Schrott finden? Ich habe übrigens auch schon wieder alles vergessen von Coral Island. So lange her, dass wir es gespielt haben. Dich kann ich verkaufen. Die Kastanie auch. Dich auch. Und die wilden Samen kann ich theoretisch einpflanzen. Was kann ich denn... So, ja, ich habe ganz tolle Quests. Herstellung. Was kostet mich nochmal der Sprinkler? Oh, ich habe einen gemacht. Hoppala. Jetzt habe ich 5 gemacht. Das ist okay. Oh, ich hatte gerade eventuell meine Finger falsch. Jesus! Oh, Jesus! Hallo, Daniel! Butt. Oh, butt. Wie geht's dir, Daniel? Oh, ich habe Schrott aus dem Boden gekriegt. Ich brauche neue Samen. Hat der noch offen? Habe ich noch Geld? Ich habe kein Geld. Ich brauche Reis. Hat die überhaupt am Mittwoch offen oder am Mittwoch zu? Close. Ne, der hat zu.
Schade. Ja. Okay, damit. Oh, hoppala. Gut, gut. Das ist schön. Wir bekommen morgen Gäste. Zum Grillen. Es kommen tatsächlich 5 Leute. Das sind viele Menschen. Da. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits freue ich mich drauf. Andererseits nicht. Weil es sind Menschen. Viele Menschen. Aber es ist bestimmt cool und außerdem wird gegrillt. Du willst Menschen grillen? Ja. Okay, ich habe... Samen. So. Zack. Habe ich sonst noch irgendwas? Das ist der Drachenfruchtsetzling. Den brauche ich nicht. Habe ich, im Sommer, ich habe Herbst. Kartoffeln, Frühjahr. Okay. Ich da noch das Dünger. Zuckerrohr ist auch Frühjahr. Frühjahr! Ich könnte mal den Bronzeseetang. Achso, ich habe kein Glas. Ich könnte den Bronzeseetang mal nicht. Aber warte mal, ich habe doch hier, das sind meine Öfen. Kompost, waren nur den Kompost. Ah, okay. Was machst du? Ah, verwandelt 2 Müll in Schrott. Das war ja das, was ich... Wobei, ich habe auch schon... Ne, so viel Schrott habe ich gar nicht. Ich habe nur wahnsinnig viel Müll. Habe ich da noch Schrott drin? Nee. Kann ich eigentlich... Das ist Meersalz? Nee. Sandstein. Sandstein muss ich bestimmt auch irgendwie in den Ofen schmeißen und dann kriege ich... Es kommen Gäste zum Grillen. Ja, nein, natürlich grillen wir nicht die Gäste. Sondern nur das Fleisch, das sie mitbringen. Ich sollte den vielleicht öfter bedienen. Vor allem geht es auch voll schnell. Okay, ich glaube, wir kriegen relativ fix neuen Schrott. Jetzt ist es auch schon spät. Habe ich noch was zu verkaufen oder habe ich schon alles? Ne, ich habe schon alles drin. Ich müsste eigentlich noch mal zu Vaku. Der ist da oben gerade. Der geht bestimmt runter. Das Fleisch, das sie mitbringen, auf ihren Rippen. Ja, das Schälen ist immer so fürchterlich anstrengend. Deswegen habe ich heute Arme trainiert. Und halt, nee, du kommst bestimmt da runter. Ja, da bist du. Ich habe Geschenk für dich. Hast du dir die Haare gefärbt? Nein! Jetzt habe ich das selber gefressen. Ja. Der hat da irgendwie dunkle Haare. Das ist falsch. Danke, dass du an mich gedacht hast. Bitteschön. Sieht komisch aus. Lass das. Jamie, ich bin nicht sicher, wo sie ist. Warum? Sie sollten den Strand ausprobieren. Sie können dort üben. Hä? Macht gar keinen Sinn. Warum muss ich denn jetzt den Strand ausprobieren? Warum soll ich den Strand ausprobieren? Und was soll ich üben? Ich will doch gar nichts üben.